herzlich willkommen zurück, liebe Kirmes-Fans, bei Kirmes Rider im Jahr 2016. Heute vom traditionellen Bremer Freimarkt, der in diesem Jahr vom 14.10. bis zum 30.10. auf der Bürgerweide stattfindet. Auf den rund 90.000 Quadratmetern erwarten uns in diesem Jahr 27 Attraktionen. Darunter auch einige Neuheiten, wie zum Beispiel der Apollo 13 von der Schaustellerfamilie Küchenmeister und Fuzis Last Saloon von der Schaustellerfamilie Rasch, mit denen ihr euch heute auf jeden Fall auf ein Interview freuen könnt. Was es sonst noch so alles zu sehen gibt, das werdet ihr heute sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Reportage vom Bremer Freimarkt und los geht es! Neben mir ist jetzt Herr Küchenmeister, der Besitzer vom Apollo 13, das in diesem Jahr auf dem Bremer Freimarkt eine Neuheit ist. Was könnt ihr denn zu den technischen Daten vom Apollo 13 erzählen? Ja, wir haben 150 Tonnen Stahl und bewegen tun wir uns in Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern und wir haben ein 4G, also vierfache Erdanziehung bei der Fahrt. Wie lange brauchen Sie denn zum Auf- und Abbau? Also der Abbau geht natürlich ein bisschen schneller. Wir haben es jetzt in letzter Zeit so gemacht, dass wir nachts bis 3 Uhr arbeiten und das soweit die Vorarbeiten machen und dann morgens den Mast und das alles, die Hydraulikanlagen morgens machen. Also dann geht es morgens dann um 8 Uhr wieder los und dann sind wir eigentlich mittags vom Platz. Wie viel Transporte benötigen Sie denn? Wir haben 3 Mittelbauwagen, Frontwagen, der mittlere und der vordere Wagen, wo der Arm drauf liegt. Und einen kleinen Autoanhänger, Packwagen und einen Mannschaftswagen. Sag mal, wie sind Sie denn zu der Idee gekommen von der Thematisierung mit den Astronauten, also Apollo 13, die ganze Geschichte? Ja, das muss ich sagen, das geht bei uns so, wenn man was Neues vorhat, machen wir Brainstorming mit mehreren Leuten aus unserer Familie. Und da ist mein Sohn, der Sebastian Küchenmeister, der ist da ganz kreativ. Und der hat also den Konga ja auch so gemacht, wie er heute dasteht und hat dann natürlich auch die Idee gab zum Apollo und hat dann auch, also hat genau die Futures so gesagt, dass wir nur 3 Farben benutzen werden und dass wir uns halt von den anderen Karussells so ein bisschen abheben. Darum die Thematisierung und darum machen wir nur 3 Farben und sind nicht wie die anderen Karussells bunt. Wo werden Sie denn nach dem Bremer Freimarkt als nächstes stehen? Wir fahren jetzt noch nach Mölln hin, 4 Tage und dann geht es nochmal nach Berlin zum Weihnachtsmarkt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen Apollo 13 noch ganz viel Erfolg im nächsten Jahr. Okay, schön, danke. Freue mich.
ist jetzt Rico Rasch, der Besitzer vom Puzis Lachsalon. Das ist das größte transportable Funhaus Europas. Herr Rasch, was können Sie mir denn zu den technischen Daten erzählen? Unsere Anlage ist 26 Meter lang, 16,50 Meter hoch und 9 Meter tief. Wie lange brauchen Sie zum Auf- und Abbau? Also Aufbau geht so in 16 Stunden und den Abbau betätigen wir in 6. Wie viele Transporte benötigen Sie denn für das komplette Laufgeschäft? 2 Mittelbauwagen plus einer Dekorolle. Wie kamen Sie denn auf die Idee zur Thematisierung, also mit dem ganzen Western-Style und so? Tja, wir sind quer durch Deutschland reisen, zig Laufgeschäfte, das Western-Thema gab es noch nicht. Wir fanden es sehr familienfreundlich und deswegen haben wir es ausgewählt. Wo stehen Sie nach dem Bremer Freimarkt denn als nächstes? Wir fahren jetzt zum Saisonabschluss noch zum Soester Allerheiligen-Campus und zum Berliner Weihnachtsmarkt. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen auch viel Erfolg mit Puzis Lachsalon. Euch auch, danke. Alles gut? Und nun werde ich Puzis Lachsalon vor euch testen und guck mal, ob das wirklich so ganz toll mit dem Parcours gemacht ist. Ich bin sehr gespannt, hinterher auf dem Freifallturm, den ich dann auch benutzen werde. Und jetzt wollen wir mal zusammen schauen. Ich muss sagen, Puzis Lachsalon ist wirklich ein tolles Laufgeschäft und ich kann es nur weiterempfehlen. Besonders der Freifallturm am Ende gibt dem Besucher nochmal den gewissen Kick und das macht auch so besonders. Und nun werde ich mal die Campusbesucher fragen, was sie von dem Laufgeschäft halten. Entschuldigung? Ja? Darf ich mal kurz fragen, wie sie das Laufgeschäft Puzis Lachsalon fanden? Ja, war okay, ja? Ja? Was war so das Highlight daran? Ja, hier dieses Abwärtsfahren. Muss ich auch sagen. Danke. Gerne. Fanden Sie das Laufgeschäft Puzis Lachsalon? Ja, wunderbar, macht Spaß. Ist auch erschreckend, wenn jemand runterhaut, so aussah, ne? Ja, danke schön. Jo, danke. Fanden Sie das Laufgeschäft, wo Sie gerade drin waren? Ey, fand das lustig. Hat Spaß gemacht. Was finden Sie, was war das Highlight hier am Laufgeschäft? Der Fallschirm. Muss ich auch sagen. Also, können Sie es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann danke ich Ihnen für das gute Interview.
Sir Lancet House. Kommen wir nochmal? Oh, seid ihr sicher? Ja, da kommt Schätzchen, da machen wir noch eine. Ein aktivieren wir noch, ein packen wir noch, ein machen wir noch. Jawohl. Sekunde, Baby. Jawohl, ja. Finale. Jetzt von der 8. Ausgabe von Kirmes Rider im Jahr 2016 vom Bremer Freimarkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen Interviews und der Walkthrough durch den Fuzis Lassaloon. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr dem Video jetzt gerne einen Daumen hoch geben, könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und ihr könnt gerne auch was in die Kommentare schreiben. Da gucke ich auf jeden Fall immer sehr gerne rein und antworte auch dann gegebenenfalls. Und bis zur nächsten Ausgabe und ciao!